heiße Seyed Ali Amiri, ich komme aus Afghanistan. Ich bin seit 4 Jahren in Deutschland. Ich habe heute mein B1 geschafft und Realschulabschluss habe ich auch in Deutschland absolviert. Nach dem B2 möchte ich, nach dem B1 möchte ich B2 machen, wenn es geht, wenn ich die Möglichkeiten habe. In der Zukunft möchte ich als Gesundheitsmanagement arbeiten. Ich habe schon 1,5 Jahre ein Praktikum bei Helios Klinik hier in Nienburg gemacht und das hat mir auch gut gefallen. Und Richtung Verwaltung möchte ich arbeiten, in Nienburg oder Hannover, wo ich eine Stelle finde. Ich heiße Mihabat Amo, ich komme aus Syrien, ich bin 18 Jahre alt und ich bin jetzt in der 10. Klasse im MDG-Gymnasium. Ich möchte nachher Abitur absolvieren. Danach möchte ich Medizin studieren als Kardiologieärztin. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Amar Shekhan El-Kurdi. Ich komme aus Syrien. Ich bin hier in Deutschland seit 2 Jahren. Ich habe jetzt B2 geschafft. Zurzeit mache ich einen Hauptschulabschluss bei CED-Schule. Und wenn ich es schaffe, hoffentlich, dann würde ich eine Ausbildung als Mechatroniker machen, weil es mein Beruf ist. Ich bin Metzgin Amo, ich bin 18 Jahre alt. Ich habe jetzt die B1-Prüfung bestanden und ich bin jetzt im MDG-Gymnasium in der 10. Klasse. Ich möchte mein Abitur absolvieren. Dann möchte ich als Kinderärztin arbeiten.